Drittes Kapitel. Blaustern führte sie schnell ins Lager zurück. Der Lärm ihrer Ankunft weckte die Katzen, die zurückgeblieben waren. Als die Gruppe durch den Ginstereingang strömte, tauchten verschlafene Gestalten aus ihren Höhlen auf. »Was gibt's für Neuigkeiten?« rief Kurzschweif. »War der Schattenclan da?« fragte Glanzfell. »Ja, sie waren da«, antwortete Blaustern ernst. Sie ging an Glanzfell vorbei und sprang auf den Hochstein. Es bestand keine Notwendigkeit für ihren üblichen Ruf zu einem Clan-Treffen. Die Katzen versammelten sich bereits unterhalb des Felsens. Tigerkralle sprang hinauf an ihre Seite. »Es hat heute Nacht viele Spannungen zwischen den Clans gegeben«, begann die Anführerin. »Und ich habe ein mögliches neues Bündnis zwischen Streifenstern und Nachtpelz wahrgenommen.« Graustreif drängte sich auf den schmalen Platz neben Feuerherz. »Was redet sie da?« fragte er. »Ich dachte, Nachtpelz hätte ihr zugestimmt.« »Nachtpelz?« krächzte Einauges uralte Stimme aus dem Hintergrund. »Er ist der neue Anführer des Schattenclans«, erklärte Blaustern. »Aber sein Name, ist er denn doch nicht vom Sternclan bestätigt worden?« fragte die Älteste. »Er will morgen Nacht zum Mondstein reisen«, antwortete Tigerkralle. »Kein Anführer kann auf eine große Versammlung für einen Clan sprechen, ohne zuvor die Billigung durch den Sternenclan erhalten zu haben«, murmelte die alte Kätzin so laut, dass alle Katzen sie hören konnten. »Er hat die Unterstützung des Schattenclans, Einauge«, erwiderte Blaustern und nickte ihr zu. »Wir können nicht übergehen, was er heute Nacht gesagt hat.« Die Älteste schniefte verärgert und die Anführerin hob den Kopf, um sich wieder an den ganzen Clan zu wenden. »Auf der großen Versammlung habe ich vorgeschlagen, dass wir den Windclan suchen und nach Hause bringen. Aber Streifenstern und Nachtpelz wollen nicht, dass sie zurückkehren.« »Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sie sich verbünden«, rief Graustreif. »Sie hatten doch fast ein Gerangel wegen der Jagdrechte im Fluss.« Feuerherz wandte sich an seinen Freund. »Hast du nicht die Blicke gesehen, die sie am Ende der Versammlung getauscht haben? Sie sind beide wild entschlossen, das Territorium des Windclans in ihre Pfoten zu bekommen.« »Aber warum?« fragte Sandpfote, die neben ihrem Mentor Weißpelz saß. »Ich vermute, der Schattenclan ist nicht so schwach, wie es den Anschein hatte«, antwortete der. »Und Nachtpelz hat anscheinend mehr Ehrgeiz, als wir angenommen haben. Aber warum will ausgerechnet der Flussclan in den Gründen des Windclans jagen? Sie sind doch immer von den vielen Fischen in ihrem kostbaren Fluss fett geworden«, rief Glanzfell. »Das Hochland ist doch viel zu weit weg, um dort ein paar zerzauste Kaninchen zu jagen.« Die einst schöne Königin Tupfenschweif erhob ihre vom Alter brüchige Stimme. »Auf der großen Versammlung haben einige der Ältesten erzählt, dass Zweibeiner einen Teil des Flusses übernehmen.« »Das stimmt«, bestätigte Frostfell. »Sie sagen, dass Zweibeiner in Hütten neben dem Fluss leben und die Fische stören. Die Flussklankatzen mussten sich in den Büschen verstecken und ihnen mit leeren Magen zusehen.« Blaustern wirkte nachdenklich. »Für den Augenblick müssen wir vorsichtig sein, dass wir nichts tun, was den Schattenclan und den Flussclan einander näher bringen könnte. Geht jetzt und ruht euch aus. Sturmwind und Borkenpfote, ihr übernehmt die Morgenpatrouille.« Eine kalte Brise ließ die Blätter in den Bäumen über ihre Köpfen rascheln. Die Katzen murmelten noch eine Weile miteinander und machten sich dann auf den Weg zu ihren Schlafhöhlen. Feuerherz hatte die zweite Nacht in Folge einen Traum. Er stand in der Dunkelheit. Das Dröhnen und der Gestank eines Donnerwegs waren ganz in der Nähe. Er fühlte, wie er heftig geschüttelt und geblendet wurde von den Ungeheuern, die mit glühenden Augen vorbeibrausten. Plötzlich hörte er über den Lärm den jämmerlichen Ruf einer jungen Katze. Das verzweifelte Klagen drang durch das Donnern der Ungeheuer. Ruckartig erwachte Feuerherz. Für einen Moment glaubte er, der Schrei hätte ihn geweckt. Aber das einzige Geräusch war das gedämpfte Schnarchen der schlafenden Krieger neben ihm. Ein Knurren kam von einer Stelle irgendwo nahe der Mitte des Baus. Es klang wie Tigerkralle. Feuerherz war zu aufgewühlt, um wieder einschlafen zu können, daher kroch er geräuschlos ins Freie. Draußen war es dunkel und die Sterne, die den schwarzen Himmel bedeckten, zeigten ihm, dass es bis zur Morgendämmerung noch lange dauern würde. Mit dem Klagelaut der jungen Katze als Echo in seinem Kopf trottete Feuerherz mit gespitzten Ohren hinüber zur Kinderstube. Er konnte Pfotenschritte jenseits des Lagerwalls hören und schnüffelte.
Es waren nur Dunkelstreif und Langschweif, die das Territorium des Donnerclans bewachten. Die Stille des schlafenden Lagers beruhigte ihn. Jede Katze muss wegen des Donnerwegs Albträume haben, sagte er sich. Er kroch zurück in den Bau und drehte sich bequem in sein Nest hinein. Graustreif schnurrte kurz im Schlaf, als Feuerherz sich neben ihm niederließ und die Augen schloss. Graustreifs Nase stieß ihn in die Seite. »Lass mich in Ruhe«, grummelte Feuerherz. »Wach auf«, zischte Graustreif. »Warum? Wir sind doch nicht für eine Patrouille eingeteilt«, beklagte sich Feuerherz. »Wir sollen zu Blaustern kommen. Jetzt gleich!« Mit wirrem Kopf raffte sich Feuerherz auf und folgte Graustreif mit steifen Gliedern aus der Höhle. Die Sonne färbte den Himmel rosa und die Bäume um das Lager waren von Reif bedeckt. Die beiden Katzen eilten über die Lichtung zu Blausterns Behausung und kündigten ihre Ankunft mit gedämpften Miauen an. »Kommt herein!« Es war Tigerkralles Stimme, die ihn hinter den Flechtenvorhang antwortete. Schrecken durchfuhr Feuerherz, als er an sein Gespräch mit Blaustern auf dem Weg zur großen Versammlung dachte. Hatte sie Tigerkralle davon erzählt? Graustreif schob sich in den Bau, Feuerherz folgte ihm voller Unbehagen. Blaustern saß in ihrem Nest, den Kopf hoch erhoben und mit glänzenden Augen. Tigerkralle stand in der Mitte des glatten Sandsteinbodens. Feuerherz versuchte, in seiner Miene zu lesen, aber die Augen des großen gestreiften Katers waren so kalt und ausdruckslos wie immer. Ihre Anführerin begann sofort. »Feuerherz, Graustreif, ich habe einen wichtigen Auftrag für euch.« »Einen Auftrag?« wiederholte Feuerherz. Erleichterung und Freude ließen seine Angst verschwinden. »Ich will, dass ihr den Windclan sucht und ihn in sein Territorium zurückbringt«, erklärte Blaustern. »Bevor ihr vor Freude in die Höhe springt, denkt daran, dass dies eine sehr gefährliche Aufgabe ist«, knurrte Tigerkralle. »Wir wissen nicht, wohin der Windclan gegangen ist, daher werdet ihr dem noch verbliebenen Geruch folgen müssen, wahrscheinlich in feindliches Gelände.« »Aber ihr wart schon einmal im Windclan-Territorium, damals, als ihr mit mir zum Mondstein gewandert seid«, meinte Blaustern. »Ihr Geruch wird euch vertraut sein und ebenso das Territorium der Zweibeiner auf der anderen Seite des Hochlands.« »Gehen nur wir beide?«, fragte Feuerherz. »Die anderen Krieger werden hier gebraucht«, sagte Tigerkralle. »Die Blattlehre kommt und wir müssen so viel Frischbeute wie möglich sammeln. Vor uns liegen viele magere Monde.« Blaustern nickte. »Tigerkralle wird euch bei den Reisevorbereitungen helfen.« Feuerherz prickelten die Pfoten vor Unbehagen. Die Anführerin hatte noch immer so viel Vertrauen in ihren Stellvertreter wie zuvor. Warum nur war er der Einzige im Clan, der ihm nicht traute? »Ihr müsst so bald wie möglich los«, fuhr Blaustern fort. »Viel Glück.« »Wir werden den Windclan finden«, versprach Graustreif, und Feuerherz nickte. Tigerkralle folgte ihnen aus Blausterns Bau. »Wisst ihr noch, wie ihr zum Windclan-Territorium kommt?« »Oh ja, Tigerkralle, wir sind dort erst vor ein paar Monaten gewesen«, unterbrach Feuerherz Graustreifs eifrige Antwort. Seinem Freund warf er einen warnenden Blick zu. Beinahe hätte der ihre Reise mit Rabenpfote vor ein paar Nächten verraten. Tigerkralle zögerte. Feuerherz hielt den Atem an. Hatte er Graustreifs Fehler bemerkt? »Und könnt ihr euch an den Geruch des Windclans erinnern?«, fragte der Stellvertreter. Feuerherz sandte einen stillen Dank hinauf zum Sternenclan. Der junge Krieger nickte und Feuerherz sah sich schon durch den stacheligen Ginster des Hochlands auf der Suche nach dem verlorenen Clan laufen. »Ihr werdet Kräuter zur Kräftigung und gegen den Hunger brauchen. Holt sie euch bei Gelbzahn, bevor ihr aufbrecht.« Tigerkralle machte eine Pause. »Und vergesst nicht, dass der Anführer des Schattenclans vorhat, heute Nacht zum Mondstein zu reisen. Kommt ihm nicht in die Quere.« »Er wird nicht bemerken, dass wir da draußen sind«, versicherte ihm Graustreif. »Das erwarte ich auch«, knurrte Tigerkralle streng. »Nun geht.« Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und sprang davon. »Er hätte uns wenigstens Glück wünschen können«, meinte Graustreif. »Wahrscheinlich denkt er, wir brauchen das gar nicht«, scherzte Feuerherz, als sie auf dem Weg zu Gelbzahns Bau die Lichtung überquerten. Aber gleichzeitig überlegte er, dass Tigerkralle sie doch eigentlich mit dem gleichen Respekt behandelt hatte, wie er das mit jedem anderen Krieger tat. War er möglicherweise doch nicht der Bösewicht, für den Rabenpfote ihn hielt? Obwohl die Sonne aufging, war es noch kalt, aber beide froren nicht. Feuerherz bemerkte, wie sein Fell anfing dichter zu werden, je kürzer die Tage wurden. Gelbzahns Bau lag am Ende eines Tunnels unter ausladenden Farnwedeln. Ein großer gespaltener Fels erhob sich in der Ecke einer kleinen schattigen Lichtung. Vor Gelbzahn
hatte hier Tüpfelblatt gewohnt. Die Erinnerung an die sanfte, schildpattfarbene Heilerin tat Feuerherz weh. Sie war von einem Schattenclan-Krieger getötet worden. Er vermisste sie schrecklich. Gelbzahn, rief Graustreif, wir sind gekommen, um unsere Reisekräuter zu holen. Sie hörten ein heiseres Miauen aus dem Schatten, in der Mitte des Felsens. Gelbzahn zwängte sich aus dem Spalt. Und wo reist ihr hin? Fragte sie. Wir sollen den Windclan suchen und ihn zurück in sein Territorium bringen, erklärte ihr Feuerherz, wobei er den Stolz in seiner Stimme nicht unterdrücken konnte. Euer erster Auftrag als Krieger, krächzte Gelbzahn. Meine Glückwünsche, ich hole die Kräuter, die ihr braucht. Ein paar Augenblicke später kam sie zurück und trug ein kleines Bündel getrockneter Blätter im Maul. Guten Appetit, schnurrte sie und legte sie auf die Erde. Gehorsam kauten Feuerherz und Graustreif die wenig appetitanregenden Blätter. Ih, spuckte Graustreif. Genauso scheußlich wie letztes Mal. Feuerherz nickte und verzog das Gesicht. Tüpfelblatt hatte ihnen die gleichen Kräuter gegeben, als sie mit Blaustern zum Mondstein gereist waren. Graustreif schluckte den letzten Happen hinunter und stupste seinen Freund mit der Nase an. Los, du langsame Schnecke, lass uns aufbrechen. Bis dann, rief er Gelbzahn über die Schulter zu und sprintete von der Lichtung. Warte auf mich, miaute Feuerherz und jagte hinter ihm her. Auf Wiedersehen, viel Glück ihr beiden, rief Gelbzahn ihnen nach. Als Feuerherz durch den Tunnel preschte, hörte er die Farnwedel in der Morgenbrise rascheln. Sie schienen zu wispern, viel Glück, eine sichere Reise.